Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mit Sexy David King unterwegs und wir haben heute folgendes Setup dabei. Plünderspürsinn, Ass im Ärmel, erhöhe den Einsatz und gerissenes Fleisch. Das ist das Lacker-Setup. Ist ein etwas älteres Setup bereits und hatte ich, weiß ich gar nicht, gestern? Ich glaube gestern im Randomizer bekommen. Und ja, jetzt habe ich gerade Sexy David King ausgewählt und zack, das war noch aktiv. Dann dachte ich mir, okay, komm, dann gönnen wir uns mal ein lilanes Medikit. Das ist ein Anfang. Wer ist denn der Killer? Ah, ich habe den. Ach, shit. Ich habe das rote Licht noch gesehen, aber konnte keinen Blick mehr auf den Killer erhaschen. Wäre natürlich jetzt interessant gewesen, schon mal direkt zu wissen, gegen wen wir spielen müssen. Auf Larrys. Der Killer wird sich wahrscheinlich freuen. Es wurde kein Offering gedroppt. Ah, sie sind wieder in der Nähe. Der Bubba! Okay. Der kleine Bubba möchte bitte abgeholt werden. Aus der Kannibalenabteilung. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal an einen anderen Generator. Wenn da vorne fleißig gejagt wird, möchte ich da ungerne irgendwie in die Quere kommen. Ist hier ein Gen? Nö. Könnte mal eben kurz gucken. Manchmal sind hier draußen Totems. Einfach nur. Ah, hier ist eins. Ich nehm's mal weg. Ich meine, keine Ahnung, ob überhaupt Ruin am Start ist oder irgendwas anderes, aber wir können ja die Totems mal wegnehmen. Erster Gen ist durch. Das ist schon mal gut. David, ich hoffe, du frierst nicht. Aber uns allen wird ja ganz warm ums Herz, wenn wir dich so sehen. Okay, dann arbeiten wir jetzt auch mal ein bisschen. Wir haben zwar drüben schon ein bisschen was gemacht, aber wie gesagt, wenn wir da jetzt blöde rumstehen. Oh, okay, damit hat sich die Frage nach Ruin dann wohl auch erledigt. Augen offen halten ist also die Devise. Mal schauen, ob wir irgendwo ein leuchtendes Totem sehen. Die eine Person, die gejagt wurde, hat sich inzwischen übrigens sogar schon hochgeheilt. Das bedeutet, ja, Boba hat scheinbar die Fährte verloren. Krass. Aber die Map ist natürlich auch schon, also für Billy ist die auch schon so ein bisschen ärgerlich, für Boba natürlich auch. Gibt schon viele Gelegenheiten, wo man dann nochmal schnell durchs Fenster hüpfen kann, wenn der Bubba seine Kettensäge aufzieht. Deswegen, map-technisch. Also, Larrys ist eigentlich sowieso für die Survivor immer eher eine schöne Map als für die Killer. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig. Wenn man so als Killer Larrys bekommt, denkt man sich auch so: Oh mein Gott, warum? Sind hier schon wieder in der näheren Umgebung? Ich bleibe mal einfach hier jetzt ganz entspannt am Generator dran und arbeite. Also ein bisschen was darf aber gerne noch passieren. Also will sich nicht irgendjemand mal umsägen lassen oder so? Für die Show? Nee, okay. Niemand will sich umsägen lassen. Da ist der Disconnect vom Bubba, Leute. War ihm scheinbar alles dann doch ein bisschen zu krass. Und gibt natürlich nochmal hier ein paar Blutpunkte für uns dann. Hey, wir haben immerhin eine. Und jetzt habe ich natürlich einen Pip verloren, oder wie? Ne, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Zählt das? Ah, ich weiß es nie, ob das zählt oder nicht. Rang 3 ist der sogar gewesen. Alter Vater Barbecue. Dann hatte er noch Beobachten und Zuschlagen und Verblüffen dabei. Und ja, das 100% Offering, das war es ihm dann scheinbar nicht mehr wert. Wurde zu lange hingehalten. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, Leute. Weiter geht's. Ich habe nichts geändert. Doch, ich habe das Medikit wieder weggetan. Ja, Sexy David King bleibt Sexy David King. Und er hat das Setup von eben gerade. Mal schauen, ob der Killer diesmal dann ein bisschen länger mit uns spielen möchte. Auch auf dieser Map gibt es viele, viele Paletten. Also hier kann. Das ist ein Bubba. Ist es. Ach komm. Ist es der. Ich meine, wie hoch ist die Chance, dass wir jetzt ein zweites Mal einen Bubba bekommen? Na komm mit. Ich stehe bereit zur Rettung, mein Freund. Und sonst können wir dich hier gerne nochmal ein bisschen hinhalten, wenn du Lust zu hast. Whoop! Oh! Na komm, folgen Sie mir. Na, dann folge ich Ihnen. Ich bin da. Na komm mit. Muss mich schon zumindest einmal schlagen oder so, damit ich weggehe.
Kann da hinten nicht mal jemand helfen gehen? Boba, ich bin immer noch hier. Mein Freund. Boba. Er macht's wirklich. Komm! Du wusstest doch, dass ich noch hier bin. Was ist denn da los, mein Freund? Ich hab's dir doch noch gesagt. Ich war ehrlich zu dir. Ich hab gesagt, Boba, wenn du den aufsammelst, gibt's eine Palette ins Gesicht. Und du so, mir doch egal, ich sammel den jetzt trotzdem auf. Lass mich in Ruhe, Grenz. Du bist doof. Rippala. Ach ja, shit, der. Ja. Der hat die Angst vor Paletten. Da war ja was. Na gut. Dann rennen wir hier mal direkt weiter. Nö, diesmal nicht. Bin ja auch lernfähig, Bubba, ne? So, das könnte böse werden. Zumindest M1. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht! Wow, dankeschön, endlich mal. Ah, ich waste ja ganz gut die Paletten weg, ne? Whoop, danke. Der schluckt aber auch, ey. So, da muss ich jetzt weiter mal, wo muss ich denn hin? Ich hab mal einen Termin, Bubba. Du auch? Sieht so aus. Ich glaube, ich will mir ein Item holen. Ah, der ist da halt, ne? Da ist er. Oh, hab nichts gesagt. Jetzt hat er auf einmal keine Lust mehr auf uns. Also, ich finde, dafür hat er jetzt schon zu lange durchgezogen. Da hätte er jetzt ruhig eigentlich, vielleicht hat die Hütte ihm auch Angst gemacht. Vielleicht war es gar nicht Sexy David King. Vielleicht war es die Hütte. Wer weiß das schon? Nun denn, boah. Gelber. Hm. Dafür habe ich den Plünderspürsinn dabei. Also, es sind sehr, sehr viele Paletten jetzt schon weg. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu früh gezogen ab und an. Weil Boba ist natürlich immer das Problem. Der Bengel hat halt einfach eine Kettensäge, ne? Und wenn du da zu spät wirfst oder wenn du dann dir denkst, oh, ich mach noch eine Runde und dann macht er genau das da, dann liegst du halt, so wie der Dwighty Boy vorhin. So, sind die anderen denn fleißig? Es sind schon über 3 Minuten vergangen. Ich meine, wir haben ihn auch ziemlich lange hingehalten. Und es wurde erst ein Generator gemacht. Dankeschön, na geht doch. Obsession wird weiter gejagt. Hinten sind auf jeden Fall noch ein paar Gelegenheiten für Paletten. Die habe ich nämlich noch nicht gezogen. Das sieht natürlich dann... Ah ja, da ist sie jetzt... Hat sie gezogen? Ich hoffe nicht. Also da kann sich auf jeden Fall noch ein bisschen juken, wenn es eine sie ist. Ich weiß gerade gar nicht, ehrlich gesagt, wer gejagt wird. Runde läuft auch entspannt. Ich habe mir natürlich jetzt blöderweise nicht den Namen von dem letzten Bubba gemerkt, aber für euch ist das ja ein bisschen einfacher. Obwohl, ich überlege gerade, konnte man das sehen? Ja doch, ich glaube, wir konnten alles erkennen. So, dann gehen wir mal darüber. Obwohl, die kommt da direkt an den Haken. Ich versuche mal hier... So ein bisschen über die Außenbahn zu gehen. Gesehen hat er uns nicht. Den Dwight aber auch nicht. Shit. Dwight! Lass das! Ah. Das sind meine Keime. Punkte, meine ich. Gut. Ruin ist immer noch am Start, Leute. Aber ja, ist halt so. Ist ja nicht weiter tragisch. Wir kommen ja aktuell ziemlich gut durch. Soll ich dich hochheilen, Mac? Ich würde dich ganz gerne... Ne? Okay. Ja, doch. Okay. Hey. Willst du es mit mir in der Ecke machen, oder wie? Willst du nicht gesehen werden mit mir, oder was? Wow. Das tut weh. Also, man kann es doch einfach ganz direkt sagen. Soll ich nächstes Mal eine Tüte überziehen, vielleicht? Hilft das? Ach ja. Nun gut. Okay. Ist weggerannt. Ich glaube allerdings, dass schon jemand gejagt wird. Ja, da vorne waren sie gerade. Palette in der Hütte ist immer noch, ne? Session wird wieder gejagt. Ah, ne, doch nicht. Sie ist nur, okay. Sie war wahrscheinlich nur in der näheren Umgebung. Gut. Könnte jetzt natürlich schwierig werden für den Dwighty Boy. Ist das Dwighty Boy? Oh Mann. Leute, ich passe nie auf. Ich spiele zwar immer selber, aber ich passe nicht auf, was in der Runde passiert. Es tut mir leid. Ich weiß nicht gar nicht, was ich hier mache. Wo bin ich überhaupt? Ich war eben noch am Strand, habe mich ein bisschen gebräunt. Und zack, auf einmal bin ich hier auf so einem Schrottplatz. Keine Ahnung, was passiert ist.
Okay, kann der andere helfen? Was macht der andere eigentlich? Ich glaube... Ah, ne, halt, der Scam, das ist Dead White. Ah, okay. Pass mal auf, ich nehme mal... Ruin ist weg. Nach 6,5 Jahren, das bedeutet... Ah, die Mac rennt los, okay. Ich wollte gerade sagen, das bedeutet, es geht wahrscheinlich gerade niemand helfen. Aber die Mac, die ist fleißig, Leute. Eben noch den Gen mit uns gemacht. Und jetzt... Zack, direkt Rettungsaktion. Gut so. Ich bräuchte einen Generator, an dem ich arbeiten kann. Ah, der da vorne, der sieht so sympathisch aus. Oder der da hinten. Wo ist denn der Killer? Ah, alles klar, danke. Finde ich gut, dass Dwight mir da so schnell meine Frage beantwortet. Hier ist sogar noch eine Palette. Obwohl irgend so ein Noob am Anfang so mega viele Paletten gewastet hat. Dann macht der Bubba... okay, macht der Bubba erstmal einen U-Turn. Ich warte noch einen Moment, Whitey Boy. Hat er die andere gesehen? Ich will kurz abwarten, da vorne ist jemand, ich weiß nur nicht. Hat er mich gesehen? Nee. Ich muss jetzt, Dwight. Das Problem ist, dass die drei letzten Gens sehr nah beieinander sind. Oh, nee! What you doing, bruh? Ah, willst du nochmal eine Palette ins Gesicht kriegen, Bubba? Können das gerne nochmal machen. Na, kommen Sie mit. Oh, oh, der kann mich sägen. Ich habe die Säge noch gar nicht gehört, da lag ich schon am Boden. Naja, aber dem Dwight kann ich damit noch mal ein bisschen Zeit rausholen. Und er ist von den Generatoren weg. Also das ist gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt hier hinten sind. Da können wir auch easy noch mal von den Leuten gerettet werden, gehe ich mal von aus. Aber krass, ich habe noch nicht gehört, dass die Kettensäge losging. Ich meine, mir war eh klar, dass wir hier down sind, weil, wie gesagt, irgend so ein Noob hat hier schon alle Paletten weggenommen. Hier hinten. Mann, Mann, Mann. Vielleicht liegt es aber auch am Ping, weiß man nicht. Der Ping war aber gut, also er laggt ja auch nicht oder so, ich lagge auch nicht. Aber da lag ich schon am Boden und dann habe ich erst die Kettensäge gehört, ey. Silenced des Todes wahrscheinlich. So, heilst du mich hoch? Oh, die Obsession ist da ganz hinten, okay. Und der Dwighty Boy, da ist er. Ja, du hast aber auch ein Schwein, oder? Ganz ehrlich, ey. Schon zweimal erwischt worden, zweimal liegt er einfach in der Palette. Lass dich da hochheilen. Naja, gut. Dann halt nicht. Das ist ja dann dein Problem. Oh, die hängt jetzt aber mitten in der Zone da hinten, ey. So, ich werde mal an den Generator rangehen und dort arbeiten. Die Palette hier ist ja noch nicht gezogen, gehe ich mal von aus, oder? Uns hat er nicht gesehen. Dann arbeiten wir jetzt mal hier. Wenn dort gleich gerettet wird, dann geht er bestimmt erstmal rüber. Ich meine, wir brauchen natürlich auch noch einen Moment hier für den Generator. Das ist locker noch bestimmt eine Minute, obwohl wir reparieren immerhin mit dem Werkzeugkoffer. Jetzt ist hier vorne direkt jemand umgekippt. Na shit. Oh, der wird erstmal liegen gelassen. Okay. Oh. Hab ich's jetzt gejinxt? Könnte sein, dass ich es gejinxt habe. Oh shit. Als ob. Als ob ich damit gerade durchgekommen bin. Da ist er. Okay, ich muss es jetzt machen, Kate. Es tut mir leid. Wir haben ihn verarscht. Da ist er.
Geh mal hier hin. Der ist da noch, oder? Oh, der Jen ist an. Eins, zwei, okay. Wow, nice. Nice, nice, nice. Und irgendjemand hat auch Adrenalin dabei gehabt. Gut, Leute, ihr müsst mir unbedingt sagen, ob das der Bubba von der ersten Runde gewesen ist oder nicht, weil ich werde den Namen ja jetzt wahrscheinlich nicht gemerkt haben. Da hat er noch nöt. Ja, wieso habe ich das nur erwartet? Wieso habe ich mir das nur schon gedacht? Ah, der Strike. Sehr geil. Ja, leider ist das hier nicht das Nöt-Totem. Ist natürlich die Frage, suche ich nach dem Totem? Ich lasse mal die anderen Leute die... Ich lasse den anderen Leuten mal den Vortritt, die Tore zu öffnen. Und ich suche einfach mal hier hinten, ob ich das Totem sehe. Wahrscheinlich übersehe ich es dann wieder oder so. Oh, es ist ein... Wow. Oh, und hier ist die Luke. Okay, ein Tor ist schon mal geöffnet. Oh, weißt du was? Das kann aber auch der Killer gewesen sein, weil da vorne liegt noch jemand. Oh, shit. Blutwächter, Leute. Das war nöt. Nice, okay. Ich habe trotzdem noch ein bisschen Panik, dass der Blutwächter hier gleich reingetriggert kommt. Dann müssten wir zumindest so weit dran sein. Oh, shit. Komm schon. Dass das Barbecue nicht triggert. Sollte gereicht haben. Welcher Ausgang ist denn offen? Ist der andere im Ausgang? Der nicht, der dann also. Ah, da, ja. Kann ich doch auch sehen. Hätte ich schon längst sehen müssen eigentlich. Der ist raus, dann gehe ich... Dann gehe ich zur Luke. Warum eigentlich nicht, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich die 2000 Bonusblutpunkte in der Zielkategorie noch brauche. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir die Möglichkeit haben... Dann sollten wir sie doch auch nutzen. Oh yeah, die gute alte Luke. Leider fliege ich raus. Schade. Schade, schade, schade. Ich lasse natürlich trotzdem durchlaufen, damit wir sehen können, ob er noch den Blutwächter dabei gehabt hätte. Wahrscheinlich nicht, ne? Der eine ist ja gerade eben raus. Sonst hätte das jetzt ja nicht mehr gepasst. Interessante Runde. Blutpunkte technisch war das, glaube ich, auch ganz gut. Konnten auch ein paar Leuten helfen. Dreimal schillernd, einmal Gold. Ja, schade, dass ich mal wieder... Das wäre ein Double Pip gewesen, ne? Schade, dass wir hier diesen blöden Fehler haben, ey. Naja, okay. Werkzeugkiste haben wir bekommen. Geh doch mal schneller jetzt. Ich will sehen, was da hinten los war. Wissen wir denn jetzt? Er hatte Nöt, er hatte wahrscheinlich Barbecue, er hatte Ruin. Was hatte er denn noch als Viertes dabei? Wissen wir das schon? Habe ich wieder nicht aufgepasst? Könnte passieren. Ich weiß es nicht. Ich warte ab. Nurses Calling. Okay, nee, das wusste ich noch nicht. Das wusste ich noch nicht. Gut, die null Blutpunkte, die stehen da jetzt, weil bei mir das immer jetzt so ist, wenn ich diesen Fehler habe, denn ich verliere scheinbar irgendwie die Verbindung zum Killer oder so im letzten Moment. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er ja nicht disconnected. 27.000 Blutpunkte. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Schöne Runde, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid oder aber heute Abend im Stream ab 18 Uhr. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer sexy David King.